So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball FighterZ. Mir ist klar geworden, dass das, was ich ursprünglich für einen freien Platz hielt, eigentlich Ginyus fetter Kopf ist. Und ja, wir machen jetzt hier die Glatzköpfe fertig. Hatten wir Nappa gegen Nappa schon? Ich glaube ja, hatten wir. Demnach sollte das jetzt eigentlich eine Story auslösen. Und es sieht danach aus, als ob es wirklich funktioniert. Übrigens, warum macht ihr eigentlich immer das, was Freezer sagt? Das kapiere ich nicht. Von einem Außenseiter wie dir ist nicht zu erwarten, dass er die Größe der Freezer-Armee begreift. Nein, jetzt mal ernsthaft, was genau hast du davon, mit so einem Fiesling zusammenzuarbeiten? Okay, dann kann ich kann es dir wohl sagen. Die Freezer-Armee bietet ihren Kriegern nur das Feinste vom Feinsten. Wir haben eine tolle Krankenversicherung, medizinische Ausstattung und High-End-Kampfanzüge. Und außerdem bekommen wir unseren eigenen Planeten als Bonus, wenn wir uns im Kampf beweisen. Wow, ich habe zwar nicht viel von dem verstanden, was du gesagt hast, aber das hört sich an, als würdet ihr eine ganze Menge bekommen. Das hört sich vielleicht so an, aber es klingt so wie das, was Vegeta bekommt, nur dass seine Sachen besser sind. Oh, ich muss mal ein bisschen leiser machen, sonst schreie ich euch so an. Werd nicht albern, es gibt auf dem Planeten in der Umgebung keine Armee, die so fantastisch ist wie die Freezer-Armee. Nein, wirklich, kein Scherz. Also ich weiß zwar nichts von einem Planetenbonus, aber er kommt so viel zu essen, wie er nur will. Und kann sogar so oft wie möglich, so oft wie er möchte, in seiner eigenen Gravitationskammer trainieren. Und Vegeta muss nicht mal arbeiten, er trainiert nur den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Was, aber, meine Güte, und er arbeitet nicht. Wird er wirklich so gut behandelt? Ich könnte fast neidisch auf diesen verdammten Vegeta werden. Nein, das rede ich da. Damit darf Vegeta nicht davonkommen. Reißt euch gefälligst zusammen, Männer. Unsere Bezahlung ist egal. Wir gehören zur stärksten Armee aller Zeiten. Und wir werden... Und das werden wir beweisen, indem wir Vegeta in diesem Kampf besiegen. Ja, Vegeta ist jetzt nicht dabei, aber es ist trotzdem cool. Gut, dann sind das wohl echt Sachen, die wir kriegen, wenn wir Ginyu dabei haben. Dann müssen wir Ginyu wohl doch noch ein bisschen mit uns rumschleppen. Gefällt mir nicht, aber ist halt so. Vorteil ist in diesem Ding hier, fast alle Events, die wir hier so haben, sind tatsächlich Events, die wir nicht dadurch bekommen, dass wir einen bestimmten Gegner verdreschen. Sondern in der Tat dafür, dass wir mit speziellen Leuten einfach zusammenstehen. Das heißt, die meisten Sachen kriegen wir einfach bloß dafür, dass wir mit irgendwelchen Leuten zusammen kämpfen. Dabei ist es egal, gegen wen. Ob das jetzt hier so ein komischer Nappa-Klon ist oder ob es sonst irgendwer ist. Wir müssen einfach nur gewinnen. So, komm. Wow, da hat er uns kalt erwischt. Na gut. Soll er doch. Oh. Das habe ich nicht gut abgetimt. Oh Gott. Ja, wir kriegen hier schon ein bisschen auf die Schnauze, wenn ich hier so Faxen mache. Hey, ich wollte ihn mit dem Zerstörungsfinish erledigen. Kein Grund, mir auf die Schnauze zu geben. Ja, die Gegner werden schon ein bisschen härter. Zumindest zum Rumalbern sollte ich. Also das Rumalbern sollte ich ein bisschen unterlassen. Da kriege ich nur auf die Schnauze. Das ist nicht gut. Oh, Verbindungs... Event von Goku Super Saiyajin wurde ausgelöst. Das gucken wir uns ja nach. Ups, das guckt. Ah, hier steht sogar, was die einzelnen Werte sind. Das gucken wir uns doch mal an. Phase 2. Wenn man einen Klon erledigt, taucht ein anderer auf. Das nimmt überhaupt kein Ende. Ich habe ja nichts gegen einen guten Kampf, aber das ist echt übertrieben. Mann, ich bin froh, dass du hier bist. Ohne dich würde niemand die Bösen besiegen. Weiter so. Beseitigen. Mach weiter so.
Wird gemacht, Goku. Danke für diese aufmunternden Worte. So, ich dachte eigentlich, wir hätten noch ein Event mit Ginyu und Nappa, aber das würde mich wundern. Aber ich hätte vielleicht erstmal Dings holen sollen. Ja, hier beginnt direkt das Ding. Dann ist da wohl kein Event mehr zu holen. Das ist das Problem. Ich kann mir das auch nicht merken, was hier alles ist. Und es gibt auch sehr viele dann mit anderen Charakteren und so. Und ich finde es echt schwer, sich das alles zu merken. Weil es halt echt sehr, sehr viel ist. So. Jetzt wird hier die Samthandschuhe werden nie mehr ausgepackt. Jetzt geht's hier richtig rund. Auch gegen Son Gohan. Moment. So. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen doof, dass ich hier beide verbraucht habe. Was mir übrigens aufgefallen ist, man kann hier in diesen Storykämpfen überhaupt gar keine Dragon Balls sammeln, um zum Beispiel Leute zu heilen oder wiederzubeleben oder so. Das geht überhaupt nicht. Dragon Balls sind eben nicht freien Kampf nicht erlaubt. Nur im freien Spiel. Ja, Zerstörungsfinish, das ist einfach. 100 Zeni. Ja, warum nicht? Nehme ich gerne an. Da oben ist noch ein Goku aufgetaucht. Dann würde ich aber sagen, wir holen uns zuerst den Yamcha hier. Ich glaube, mit den beiden könnte es noch ein Verbindungsevent geben. Ich bin mir aber nicht sicher. Also Verbindungsevent, normales Event halt. Aber jetzt wird wahrscheinlich eh die Geschichte, wie wir Yamcha retten, hier erklärt. Hey, da drüben, das ist Yamcha. Son Goku, bist du das? Was machen Freezer und Cell denn hier? Um die Wahrheit zu sagen, ist das eine lange Geschichte. Wichtig ist, dass wir jetzt Verbündete sind. Was redest du? Wieso um alles in der Welt würdest du... Entschuldige, ich störe euer kleines Treffen nur ungern, aber wir haben Gesellschaft. Tut mir leid, Yamcha, ich erkläre es später. Das hier ist wichtiger. Ich glaube, mit Nappa und Yamcha gibt es bestimmt auch noch einen Story-Part. Kann ich mir nicht anders erklären. Weil die beiden, die verbindet ja so viel. Das ist, durch den Kampf zwischen Yamcha und den Pflanzenmännern ist ja erst dieser ganze Yamcha ist so ein schwach, ist so schwächlich Kram entstanden. Dass er danach auch eben jenseits gegen das Ginyu-Sonderkommando gekämpft hat, das ist dann völlig egal. Dieser Kampf hat alles verändert. Yamcha war vorher immer so ein Mittelklasse-Kämpfer. Und danach war er komplett raus. Da zählte er nur noch als der letzte Schwächling. Und daran ist nur der Kampf mit Nappa schuld. Okay, das hat nichts gebracht. Außer dass ich gewechselt habe gegen einen Charakter, der absolut keine Energie hat. Da sind wir mit Freezer doch ein bisschen besser aufgehoben.
Dachte ich. Leider habe ich vergessen, dass ich mit Freezer nicht umgehen kann. Sag mal, hier gegen Krillin wird doch Freezer nicht verlieren. So. Bams. Alle weg. Ja, so langsam ziehen die Gegner doch ein bisschen an. Aber gut, Krillin ist halt auch noch Stufe 1. Jetzt ist er direkt auf Stufe 3 gekommen. Der ist halt noch nicht so stark. Das fasst es ganz gut zusammen. Also, Yamchu, wirst du an unserer Seite kämpfen? Es ist viel passiert, als ich K.O. war. Aber ich schätze, ich bin an Bord. Was ist los, Freezer? Hast du dieses Mal keine Einwände? Nein. An diesem hier ist etwas sehr Interessantes. Lächerlich. Wie könntest du dich für Abschaum wie ihn interessieren? Hey, hey, wen nennst du hier Abschaum? Sei still. Nur die Elendsten würden gegen ein paar Pflanzenmänner verlieren. Du wurdest von Pflanzenmännern besiegt? Bist du ganz gewiss kein Abschaum? Moment, ich glaube, ich weiß, wieso sein Bewusstsein nicht verschlossen wurde. Was willst du damit sagen? Er ist zu schwach. Die Versiegelung seiner Kräfte muss unvollständig sein. Oh, wie erbärmlich. Offensichtlich haben die Wellen nur einen nun ja begrenzten Effekt auf seine kümmerliche Stärke. Ja, das würde es erklären. Komm schon, Son Goku, das glaubst du nicht wirklich, oder? Ein Schwächling zu sein ist manchmal wohl doch von Vorteil. Sollen sie nur lachen. Aber ich werde da sein, wenn man mich braucht. Ja, komm, so schlimm ist auch nicht. Ja, arme Yamchu, hier wird nur auf ihm rumgeritten. Was mir eben so in den Kopf gekommen ist, könnte es eventuell sein, dass die Charaktere ihr Level aus den vorherigen Missionen behalten. Das würde zumindest erklären, warum Yamchu Level 14 ist. Und Goku schon Level 21, weil die aus der ersten Story das Level behalten. Und deswegen ist Krillin auch so schwach im Vergleich zu Goku. Weil, ja, Goku haben wir trainiert, Krillin nicht. Und ich hätte gedacht, dass es zwischen den beiden zu einer Interaktion kommt, weil, ja, Freezer Krillin ja mal umgebracht hat. Und das hätte ich eigentlich, obwohl, nee, es ist eine Goku-Mission, wäre das ein Yamchu, hätte ich gesagt, wir müssen Yamchu mal drin haben, während sie gegen Yamchu kämpfen. Aber da steht ja Goku vorne. Ich weiß auch nicht, ob das relevant ist, aber ja. Na, Freezer, du triffst absolut gar nichts. Aber er kann das Kamehameha aufladen. Das kann, glaube ich, sonst keiner. Also gut, Krillin muss echt noch eine ganze Menge trainieren. Der hat viel zu wenig HP und alles. Hat nur die Hälfte der HP von Goku. Also, ja, der ist noch nicht so das Wahre. Aber gut, es war ja auch jetzt kein Story-Fragment mit den beiden. Könnten wir mal die beiden probieren. Ich finde es echt ein bisschen schade, dass man hier im Menü sowas nicht einsehen kann. Also, dass ich hier nicht sagen kann, ich möchte bitte mal die Eventliste sehen, die man ja im anderen Menü sieht. Was hatte ich gesagt? Yamchu und Nappa will ich mal probieren, ob die was haben. Wenn wir hier gegen so einen Gohan kämpfen. Aber wenn wir gegen so einen Gohan kämpfen, dann hätte ich ehrlich gesagt ganz gerne noch Cell dabei. Ob das vielleicht noch was auslöst. Und es lädt, also irgendwas wird ausgelöst. Verdammt, Vegeta. Ich werde ihm heimzahlen, was er mir angetan hat. Ich koche schon allein bei dem Gedanken an ihn. Hey, Großer, entspann dich. Ja, lass mich in Ruhe.
Hey, wenn du so weitermachst, verlierst du aus den Augen, was wichtig ist. Hey, nimm mich zum Beispiel. Obwohl du mich mal getötet hast, rede ich mit dir. Als wäre das nie passiert. Ich würde dir gerne eine ganze Menge sagen, aber wir sollten uns auf unseren gemeinsamen Feind konzentrieren. Halt den Mund! Ich brauche deine blöden Ratschläge nicht. Wovon sprichst du? Unhöflich. Ich bin zwar nicht muskulös, aber ich bin ein ziemlich guter Kämpfer. Geschwafel eines Wichtes, der nicht mal mit ein paar Pflanzenmännern klarkommt. Aua. Du schlägst gerne unter die Gürtellinie, hm? Ich habe viele gute Ratschläge. Aber sieht aus, als müsste ich dich dazu zwingen, mir zuzuhören. Das stimmt, er ist kein schlechter Kämpfer. Er war nie ein schlechter Kämpfer und er wird vermutlich auch nie ein schlechter Kämpfer sein. Problem ist, dass ich echt keine Ahnung habe, wen ich hier zusammen in so eine Gruppe tun muss, um hier die Events freizuschalten. Das ist nämlich echt übel. Es gibt so viele von diesen Events, obwohl ich sagen muss, es hält sich in Grenzen. Ich weiß, dass es noch eins gibt, aber das würde spoilern. Da ist auch so ein bisschen die Charaktere, die wir hier noch bekommen, spoilert. Und das will ich eigentlich nicht. So. Ich sag doch, er ist kein schlechter Kämpfer. Und er hat ein paar Tricks drauf. Naja, von Guldo lasse ich mich nicht verprügeln. Ich versuche gerade noch so ein bisschen die Techniken von ihm so ein klein wenig zu begreifen. Aber ich weiß, er hat glaube ich richtig viele Kombinationen. Ich weiß nur nicht, wie man sie einsetzt. Mit dem Pflanzenmann zusammen. Okay, ich habe rausgekriegt, wie man ihn benutzt. Ich glaube, es war entweder nach unten oder nach hinten und B. Oh. Gegen einen Vegeta. Da habe ich auf jeden Fall meinen Nappa dabei. Ginyu nehme ich mit und ihn hier. Auch wenn ich mir nicht sicher bin wegen den Leuten. Ich werde auch nochmal nachgucken. Also Leute, ihr lasst mir jetzt erstmal einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben würde ich mich sehr drüber freuen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Dragon Ball FighterZ. Bis dann, euer Wolf.